Wie läuft's? Ich schau noch mal bei dem Ding. Prima. Was stellen wir heute mit deinem Auto an? Also schauen wir mal, was wir da haben. Also 70, 12, 68 ist nicht der Charger. Das ist der einzige hier, glaube ich. 69er, den kenne ich halt auch. Nö, 69 wenn dann. Am 11.11. Naja, ich muss mich ja an die EU-Release halten. Prima. Was stellen wir heute mit deinem Auto an? Also mache ich den 69er, okay? Das ist ja eh der einzige. Genau, das sind mehr, den habe ich sogar zweimal, weil das schon mehrfach gewünscht wurde. Werde ihn aber jetzt hier mal mir ein Setup laden von einem anderen Spieler, der sich bestimmt auskennt, nicht so wie ich. Schon was alles gibt hier von wem. Was sind wir eigentlich? Wir sind C, wir können ja bei C auch bleiben. Wir müssen ja nicht komplett entfremden, das Auto. Nur ein bisschen stabiler vielleicht und einiges ändern hier. Auf jeden Fall gutes Handling haben. Wegen Heckschleuder ist echt böse mit dem C53 57 57 53 53. Mach mal den mit dem besten Handling für sich. Bisschen, ja, ist halt immer krass. So sau schwer das Auto zu fahren hier mit Lenkrad und allen Hilfen aus. Beschleunigung bleibt, starten. Okay, nimm ich das. Bessere Bremsen rein, passt. Hey, Bellum Park, servus, Gäste, hallo, schön, dass du da bist. Ich mache am liebsten bei den Autos immer Rennreifen drauf, Rennbremsen, ändere noch einiges an der Federung und das, ja, Auspuff und sowas, aber das war's dann. Ja, jetzt ist die Kamera wieder nicht fokussiert wegen dem Licht hier. Also bleiben wir in der gleichen Klasse, B, nur ein bisschen noch rumgefuscht. Schauen wir, ob wir eine Tour dafür haben. Wenn wir keine Tour haben, dann cruise ich nur so rum. Unser Champion hat entschieden, dass wir nach Sisteron fahren. Das wird eine lange Fahrt. Macht das Beste draus. Genießt den Ausblick und seht euch etwas um. Da, aktuelles Auto. Doch, haben wir sogar. Wunderbar. Ist sogar frei. Nice. Okay, dann fahren wir den. Dann fahren wir den. Kein Problem hier. So. Jai. Also, ihr habt dem Publikum da draußen wirklich eine fahren, damit ihr den Sound hört und das Auto seht. Und dann fahre ich wieder und in. Und ihr solltet euch da ein bisschen umsehen. Man weiß nie, was man entdeckt. In 400 Metern links halten. Links halten. Wow, wow, wow. Alter, das mag ich noch nicht an Muscle Cars. Die schaukeln sich so krass auf. Nach rechts abbiegen. Ja, genau. Das ist genau so ein Auto, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, wegen Heckschleuder. Und hier sehe ich nicht einmal was, Alter. Aber macht nichts. Da ist der Pedal auch wieder. Ich fahre die Autos, die ihr wollt. Kein Problem. Ich quäl mich ja gerne für euch. Na. Ich bin nicht rübergekommen. Es hat sich so aufgebockt, dass ich egal, ob ich gelenkt habe oder nicht. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Aber passt. Zweite Ausfahrt ist gerade aus, Leute. Was soll der Mist? Lass mich wieder an das Auto gewöhnen hier. Schauen, wie stabil sich das fährt. Hier muss ja doch sehr viel ausweichen. Okay, 5 Gänge haben wir sogar. Krass. Ich dachte, der hat nur 4. Genau, ist eine Hecksteuer. Ist echt. Purvis. Und der hat einen Chevo Blazer K5. Das ist eine Hecksteuer. Aufschaukelt. Ich bin hier.
Hey Bellum Pax, merci für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München schicke ich dir hiermit. Jetzt sei nicht so geil, die schlimmste Wünsche hat der Haiwan. Meist quält, ja, der Meister, der mich quält, ja. Aber dadurch, dass ich jetzt die Setups von den anderen Drivern lade, ist es auch einfacher. Aber ich glaube nicht, ist es der original Motorblock davor? Ich weiß nicht. Schon heftig mit der Sicht. Mikrofon mal drehen. Komische Übersetzung, oder? Mehr als 4 Gänge brauche ich eh nicht. Wenn ich so 5 schalte, komme ich ja gar nicht voran mehr. Also mir reichen ja nicht 4 Gänge mit dem. So lange Strecken gibt es in einem Rennen nie, nur jetzt hier. Er hat nur 4 Gänge gestanden, das dachte ich mir. Er wurde dann doch mehr rumgepopelt. Ich bin ja schon mal original gefahren, ich fahre meistens die Autos stock. Also ich ändere gar nichts, damit ich das Feeling habe. Den Unterschied von Auto zu Auto. Aber ihr sagt dann manchmal, Gags, tu den voll auftunen. Also da fühlt sich jedes Auto gleich an, aber ich fahre lieber original. Oder ich ändere nur ein bisschen was am Setup. Dass es in der gleichen Klasse bleibt, sich nur stabiler fährt. Hey Dave, grüß dich. Schön, dass du da bist, du Sack. Wow. Das ist ein schönes Auto. Das ist mein Auto. Mit dem ich jetzt gerade herfahre. Mal schauen, Dave, vielleicht wird's ja was. Nachdem du gestern so ein Chaos hinterlassen hast. Hey Crazy Zocker, grüß dich. Schön, dass du da bist, mein Freund. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich suche gerade hier, wo ist das Event? Ja. Komm. Ich muss das Event mal triggern hier. Aus einem bestimmten Punkt fahren und dann kommt die Szene. Genau, mein Lieblingsauto ist geiler. Sowieso ever. Ja. Riesen Skyline-Fan. Jetzt wird das schön geladen, solange die Box lädt. Also, lass mich erstmal quatschen. Das ist die US Street Muscle Meisterschaft. Such dir ein Rennen aus, um loszulegen. Solange die Box lädt, sie nicht aufhängt. Normalerweise hängt sie sich entweder nach einer Dreiviertelstunde auf, nach 2 Stunden oder nach 4,5 Stunden. Könnte also bald soweit sein. Die Übersetzung ist scheiße. Er fährt in der D-Klasse schon 200. Es ist ja eigentlich, ich habe ja an der Klasse nichts geändert. Also die Klasse ist die gleiche. Es ist ja momentan C, aber an der Klasse habe ich ja nichts geändert. Jo, mir geht's gut, wenn möglich, bitte wenden. Bin nicht müde, aber irgendwie keine Schlafen. Haben wir gerade kein Anime zu Ende geschaut. Aber das kenne ich mit dem Müde sein, nicht schlafen. Ich habe extreme Schlafprobleme. Ja, mir ging es den ganzen Tag nicht ganz so gut, deswegen habe ich ja sehr spät angefangen zu streamen. Hab dann noch einige Tabletten genommen und jetzt geht es dann wieder einigermaßen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, R34 war auch mein Lieblingsauto, aber es ist halt schwer zu bekommen, das Teil mit dem Linkslenker. Ich meine, jetzt in echt. Deswegen mich dann eher für eine R35 entschieden, mehr oder weniger. Weil ich mir sowieso nie leisten kann. Ich meine es nur für mein übernächstes Leben. Wenn ich dann irgendwann respawne. Na dann. Death Note heißt der Anime. Ja, ich hab lange kein Anime mehr geschaut. In der Kindheit vielleicht, aber auch nicht. Ich muss um 6 Uhr in die Schule. War das okay? Ja, aber hey, schau, dass du doch ein bisschen Schlaf kriegst. Ist doch wichtig, in der Schule aufzupassen. Da lernt man doch so viel kennen. Freunde, Feinde. Ey, was? Das meine ich, Blind Driver Tars. Die sind sehr, sehr hässlich. Lieber hätte ich eine
Respawn, ja. Lieber hätte ich eine richtige coole KI, anstatt diese Driver-Taste einfach dahin zu klatschen. Weil die scheißen auf dich, die rammen dich, die machen einfach alles, dass du von der Straße kommst. Es gibt ja meistens in der Kurve, gibt es ja meistens Innen- und Außenbahn und... Klatsch, schon wieder. Scheißen die auf dich. Die achten überhaupt nicht auf dich. Alter, wie langsam der abgeht, hey. Hätte ich lieber original gelassen. Oh, heck, 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 scheiße. Kurz den Motor hören. Ach, dass der andere mich da rammt, bringt mich ja nicht weiter. Ja, Evo 8, oh, super. Fahre ich eh gerne, alle Evo. Also Impreza, alle Evo-Teile, sowieso Reason Rally Fan. Nur in dem Spiel ist das Rally nicht auf Rally-Strecken, sondern einfach so mitten im Feld. Das ist total komisch. Das hier fällt mir nicht. Ja, ist ja gut. Hast jetzt 2 Wochen Ferien? Nice. Ja, nö, Anime ist nicht mehr so für mich. Also ich habe mit bis zu 16 Jahren habe ich auf Zeichenregeln alles geschaut, aber seitdem ich 16 bin, einfach von heute auf morgen, zack, kein Bock mehr gehabt auf das. Hab dann schon nur noch mit normalen Menschen, nicht mit gezeichneten Sachen, Menschen. Meistens so Serien oder so. Bin nicht mehr so Zeichentrick-Fan oder Anime-Fan. Wow, das hängt, Alter. Wie ich das Gas immer so triggere, wie so schießen meine, so spielen. Ja, es ist eh geil, Subaru und Bläser, klar. Und die ganzen Evos sind super. Ich muss sagen, ich hoffe, dass irgendwann mal Dirt 4 rauskommt, weil 3 hat mich nicht so überzeugt, 2 war super. Mal schauen, ob sie da wieder etwas ändern. Also Dirt 2 finde ich einer der besten Rally Games. So, also gut, Richard Burns Rally ist ja was anderes, ist ja mehr Simulation, aber finde ich eines der besten Spiele. Hab ich denn noch geschafft hier, krass. Ja, scheiße ist es jetzt nicht, aber im Vergleich zum Zweier ist es nicht mehr ganz so spektakulär. Finde ich auch sehr seltsam zu fahren. Boah. Ich fahre ja nicht immer alles mit Lenkrad. Ich kann es nicht haben, Controller und Auto fahren. Das ist No-Go. Genauso wie Shooter und Controller bei mir. Brauche ich Maus und Tastatur. Ich bin einfach damit aufgewachsen, um das 92 zu spielen. Ja, die ganzen Conor McRae-Teile waren ja auch super. Wow. Noch ein Sieg. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Naja, ich versuche mal zu pennen. Kennt ihr noch Animes? Achso, du gehst jetzt nochmal versuchen zu pennen, alles klar. Dann schlaf schön, träum süß, habe ich jetzt gecheckt, dass du nochmal sagst, du gehst direkt pennen. Hast du den Gumpert Apollo in Forza? Hier? Weiß ich nicht. Habe ich den? Keine Ahnung. Ich weiß sowieso nie, welche Autos ich alle habe, weil ich sie alle 20 Minuten wechsle. Okay.